Sie bewahren archaische Traditionen. Sie verheiraten ihre Mädchen früh und beschneiden ihre Jungs. Sie arbeiten hart im Tabak. Sie sind Pomaken, bulgarische Bergmuslime. Hoch oben in den bulgarischen Rhodopen, unmittelbar an der Grenze zu Griechenland, im Dörfchen Gornodrianovo. Das ist Asibe Pingov. Wie jeden Morgen bereitet sie ihr Pferd für die tägliche Feldarbeit vor. Und das ist Asibes Mann Süleyman Pingov. Er ist seit Jahren behindert, als Folge eines Unfalls und daher auf die Hilfe seiner Frau angewiesen. Einen Traktor haben die Pingovs nicht. Das Pferd ist das einzige Transportmittel auf dem unwegbaren Gelände. Süleyman und seine Familie leben wie alle Menschen hier in den Bergdörfern der Rhodopen von der Landwirtschaft. Seit Jahrhunderten ist das so. Es ist ein hartes und armes Leben. Wir leben von meiner kleinen Rente und davon, dass unser Sohn hier mithilft. Mein persönlicher Assistent. Und im Sommer gehe ich in die Berge und sammle dort Beeren und Pilze, um sie zu verkaufen. Wir leben hier sehr isoliert. Es wäre schön, wenn sich der Tabakmarkt etwas fängt. Der Tabakanbau war schon immer unsere wichtigste Einnahmequelle. Aber die Preise schwanken sehr in der letzten Zeit. Der 20-jährige Mustafa hat außer der Volksschule keine weitere Ausbildung. Er hilft seit jeher bei der Feldarbeit. Alleine könnte Asibe die Familie auch gar nicht durchbringen. Süleymans Behindertenrente beträgt umgerechnet 80 Euro im Monat. Meine Asibe, das ist mein kleiner Bagger. Besser als ein japanischer Bagger. Deshalb koche ich ihr jetzt ein leckeres Essen, ein kalorienreiches Essen, damit sie mir ja gut arbeitet. Der macht immer Witzchen. Wenn ich das nicht wüsste, wäre ich die Erste in unserem Dorf, die sich scheiden ließe. Das Paar sind Bergmuslime, sogenannte Pomaken. Eine Minderheit von rund 200.000 Menschen. Die Pomaken sind ethnische Bulgaren. Sie sprechen Bulgarisch, aber sie glauben an Allah. Irgendwann im Mittelalter haben sie den Islam angenommen. Heute wird im Nachbardorf Ribnovo eine Hochzeit gefeiert. Zwei Tage lang dauert das traditionelle Fest. Die Mitgift der Braut wird zur Schau gestellt und die Musiker heizen die Stimmung an. Die Mutter der Braut hängt die Geschenke für die Gäste auf, selbstgemachte Schürzen und Socken. Auch Asibe ist von ihrem Dorf Gornodrianovo herübergekommen. Ihre Freundin Kimile stattet sie mit dem traditionellen Kopftuch aus, das hier in Ribnovo anders, strenger getragen wird als in Asibes Dorf. Jetzt muss ich auch so eine Antenne da oben tragen. Dann beginnt das ausführliche Begutachten der Mitgift. Jahrelang haben die Brauteltern dafür gespart und die Braut dafür genäht, gestickt und gestrickt. Auch bei Asibe war das so. Bei uns im Dorf wird die Mitgift aber nicht vor dem Haus ausgestellt, sondern in großen Ballen zusammengeschnürt in den Zimmern gestapelt bis zur Decke. Nur die Geschenke für die Gäste werden aufgehängt. Hier ist das anders. Sehr interessant für mich, eine schöne Abwechslung. Auf dem Dorfplatz feiert unterdessen die Jugend. Die Braut führt den Choro an, den traditionellen Reigentanz. Zwei Tage lang wird sie fast ununterbrochen tanzen. Das wird für lange Zeit ihr letzter Tanz bleiben. Denn als jung verheiratete Frau verbietet es ihr die Tradition. Asibe darf ein Tänzchen wagen. Ihr Mann hat es ihr erlaubt. Asibe und ihr Mann leben nicht so traditionell wie ihre Freundin Kimile in Ribnovo. Als ich geheiratet habe, war ich 16, minderjährig. Wir konnten also noch gar nicht standesamtlich heiraten, das war verboten. Also hat der Hodja eine Zeremonie mit uns gemacht. Standesamtlich habe ich dann mit 18 geheiratet. Da hatte ich schon ein Kind.
Ja, ja, so ist das mit den Minderjährigen. Wieder zurück zu Hause erzählt Asibeh Süleyman von ihrem ersten Tag auf der Hochzeit im Nachbardorf. Süleyman nimmt nie an solchen Feiern teil, sondern lässt sich lieber von Asibeh berichten, seiner Außenministerin, wie er sie auch nennt. Asibeh macht Banitsa, ein bulgarisches Nationalgericht. Der Teig wird hauchdünn ausgerollt und dann mit Schafskäse gefüllt. Ich bin sehr zufrieden mit ihr. Sie ist meine universelle Küchenmaschine. Sie kann alles. Die Pingovs führen eine gute Ehe. Der Humor ist ihnen in fast 30 Ehejahren nicht verloren gegangen. Asibeh ist 45, Süleyman 48. Als ich 25 war, bin ich wie immer zum Baumfällen in den Wald gegangen. Bin auf eine Fichte gestiegen und habe die Äste abgeschnitten. Ich war schon fertig und machte mich ans Runterklettern. Da bin ich ausgerutscht und vom Baum gefallen. Direkt auf den Po. Dabei habe ich mir das Rückgrat gebrochen. Das war's dann. Bis man mich gefunden hat, wurde es Abend. Es war auch weiter weg vom Dorf. Unsere Verwandten haben uns dann sehr geholfen. Wirklich. Dafür gibt's keine Worte. Alle haben abwechselnd hier geschlafen, um uns zu helfen. Von den Großeltern bis hin zu den Enkeln. Und auch jetzt noch stehen wir zusammen. Das Essen ist fertig. Bald kommt Besuch. Fast kein Tag vergeht, ohne dass Familienmitglieder vorbeischauen, um zu helfen, zu reden oder wie heute zu feiern. In der Pingov-Sippe nimmt man es nicht so genau mit den muslimischen Traditionen. Die jüngeren Frauen tragen kein Kopftuch mehr und die Männer trinken Alkohol. Süleyman und sein Schwager Ali stoßen an auf das Brautpaar im Nachbardorf. Auch dort genehmigen sich die Männer ein Schlückchen Schnaps im blauen Plastikbecher. Es ist der zweite Tag der Hochzeit. Die junge Braut heißt Fikre, sie ist 21 und ihr Bräutigam Jamal ist 20. Höchste Zeit zu heiraten hier in Ribnovo. Kimile und ihr Mann kommen an. Sie sind Verwandte der Braut und daher in den engeren Familienkreis eingeladen. Und wieder muss Fikre tanzend die Gäste unterhalten. Sie darf ausnahmsweise auch mit einem Mann tanzen. Ihrem Vater. Kimile hingegen muss zugucken. Ihr Mann erlaubt ihr keine Tänzchen. Draußen auf dem Dorfplatz sind die Gaben des Bräutigams ausgestellt. Kimile, Asibeh und ihr Sohn Mustafa begutachten sie genau. Asibeh hatte heute keine Lust auf das strenge Kopftuch. Zu hinderlich erscheint es ihr. Die Pomaken-Hochzeit nähert sich ihrem Höhepunkt. Der Prozession des Bräutigams. Die pomakische Tradition will, dass der Bräutigam mit seinen Gaben die Braut abholt. Der junge Jamal hat schon einige Schnäpschen intus und tanzt seinen Junggesellenabschied. Im Haus der Braut haben sich inzwischen die Frauen versammelt zu einem in Bulgarien einzigartigen Ritual. Dem Schmücken der Braut. In einer stundenlangen Prozedur wird Fikres Gesicht mit Pailletten beklebt. Die jungen Cousinen der Braut werden bald selbst heiraten und machen sich schon mal mit dem uralten pomakischen Brauch vertraut. Für den Rest des Tages wird die Braut die Augen nicht mehr öffnen können. Kimile und ihre jüngste Tochter, die auch Fikre heißt wie die Braut, dürfen als enge Verwandte auch mit dabei sein. Doch die stundenlange Prozedur zerrt an ihren Nerven. Und sie gehen noch mal raus zum Tanzen und zum Gucken. Kimiles Tochter Fikre hat sich aus den pomakischen Traditionen schon lange verabschiedet. Die 32-Jährige wollte studieren und ein freies Leben führen, zum Leidwesen der Eltern. Sie haben mich schon studieren lassen, aber eigentlich gehört sich das nicht für eine Frau. Ich bin deshalb eine Art Schande für die Familie,
Meine Eltern sind damit nicht glücklich. Ich habe Pädagogik studiert und wollte einfach weg aus dieser geschlossenen Gesellschaft. Und als ich während meines Studiums gesehen habe, wie das Leben draußen so ist, überhaupt, wie mein Land Bulgarien so aussieht, da habe ich alle Trachten und Traditionen abgelegt und mich grundlegend verändert. Hier sind wir ja weit weg von der modernen Zivilisation. Kimile und Asibe haben ihre Heimat, das bulgarische Rhodopengebirge, noch nie verlassen. Tochter Fikre hingegen kennt die Welt und die Bräuche hier sind für sie nur noch eins, Folklore. Stunden später. Mittlerweile ist das Paillettenkunstwerk auf Fikreas Gesicht fertig. Weiß und Rot dominieren. Diese Farben symbolisieren in ganz Bulgarien Fruchtbarkeit und Gesundheit. Und dann kommt Fikreas Vater. Gleich wird er sie hinausführen und der Obhut ihres Mannes übergeben. Das Geld in den Schuhen soll heißen, sie möge niemals Geldsorgen haben. Fikreas Mutter kann die Tränen nicht zurückhalten. Es ist ihre dritte und letzte Tochter, die heute das Haus für immer verlässt. Und dann übergibt Vater Ipcho seine Tochter an Bräutigam Jamal und seine Mutter. Sie werden fortan über Fikreas Schicksal bestimmen. Dafür wird von der Dorfgemeinschaft im stillen Gebet Allahs Segen erbeten. Dann wird die Mitgift eingepackt. Vater Ipcho hat umgerechnet 7.500 Euro dafür ausgegeben. Ein Vermögen. Sein Leben lang hat Ipcho nur für die Hochzeiten seiner drei Töchter gearbeitet. Das ist schon eine harte Tradition für die gesamte Familie. Aber es sind die Frauen, die diese Tradition aufrechterhalten wollen. So ist das eben. Es ist Abend geworden. Fikre wird nun ins Haus von Jamal geführt. Als sie am Haus von Kimile vorbeikommt, flüstert sie ihr etwas ins Ohr. Was hast du ihr gesagt? Viel Glück und dass sie gesund bleiben möge und dass sie dort ja gehorcht. Wem denn? Ihrer Schwiegermutter und dem Schwiegervater. Und ihrem Mann. Darf sie nichts mehr selbst entscheiden? Nein. Einen Monat später. In den Rhodopen steht alles in Frühlingsblüte. Und überall auf den Feldern sind die Pomaken beschäftigt mit ihrer Haupterwerbsquelle, dem Anbau von Tabak. Auch die Pingovs in Gornodrjanovo sind mit den kleinen Tabaksetzlingen beschäftigt. Sie haben Hilfe. Ihr großer Sohn Murat ist für ein paar Tage aus der Stadt nach Hause gekommen, um mitzuhelfen. Bei uns war das schon immer so. Die Kinder lernen schon von klein auf, was es heißt, im Tabak zu arbeiten. Das haben wir alle mit der Muttermilch aufgesogen und das ist das Einzige, was wir können. Für Murat aber wünschten sich die Pingovs eine bessere Zukunft. Er hat studiert im Nachbarland Türkei. Murat ist muslimischer Theologe. Das erste Gebot von Mohammed, dem Gesandten Allahs, geheiligt sei sein Name, ist doch, dass ein Muslim sich bilden solle. Es gibt nichts Missverständliches oder Zweideutiges an diesem Befehl. Ein Muslim muss gebildet sein, Punkt. Leider aber haben sich die meisten Muslime sehr weit von diesem Befehl entfernt. So sieht es ja wohl aus. Und deshalb sind so viele, ja die meisten aus der muslimischen Gemeinschaft, schrecklich ungebildet und zurückgeblieben. So ist das auch hier bei den Pomaken. Als zurückgeblieben betrachtete auch der kommunistische Diktator Todor Živkov die Pomaken. Vor allem, weil sie Muslime waren. In den 80er Jahren ließ er sie verfolgen, zwang sie ihre Bräuche und ihren Glauben abzulegen. Sie änderten unsere muslimischen Namen. Sie zwangen uns, unsere Tracht abzulegen. Wir Frauen durften nicht mehr unsere Pluderhosen anziehen, sondern mussten Röcke tragen.
Wir sollten europäisch aussehen, so wie die anderen Bulgaren, und wir mussten auch so heißen. Ich hieß damals offiziell Amira. Und ich hieß Alexander, der gute Sascha aus der Nachbarschaft. Das Parteikomitee kam oft und unangekündigt zur Kontrolle. Wenn du falsch angezogen warst, gab es sofort eine Geldstrafe. Sie kamen auch ins Haus rein, um nachzusehen. Und wenn du die echten Namen gerufen hast, zum Beispiel Asibe, dann gab es sofort eine Geldstrafe, 20, 30 Lever, viel Geld. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. In Bulgarien nach der Wende herrscht Religionsfreiheit. Das hat auch Murat sein Studium ermöglicht. Die Eltern hätten sich seine Ausbildung in der Türkei nicht leisten können, aber eine türkische Religionsstiftung sprang ein. Murat und sein Freund Ibrahim, der junge Hodja, waren 7 Jahre lang in einem türkischen Religionsinternat. Meine Eltern haben mir sogar regelrecht schmackhaft gemacht, in der Türkei zu studieren. Natürlich war es für mich als kleinen 13-jährigen Knirps schwer, von zu Hause wegzugehen. Natürlich hatte ich Sehnsucht nach meinen Eltern. Wir waren mehrere Jungs aus dem Dorf, allen ging es so. Innerlich bist du da schon zerrissen. Murat und Ibrahim sind zwei von rund einem Dutzend junger Männer aus Gornu-Trjanovo, die im muslimischen Ausland den Islam studiert haben. In der Türkei, in Syrien, in den Arabischen Emiraten. Murat und Ibrahim haben in der Türkei erst einmal Türkisch gelernt, denn zu Hause sprach man ja nur Bulgarisch. Dann wurde ihnen auch der Islam immer vertrauter. Als Junge hier in Bulgarien war das absurd für mich. Ich war nie ein Moscheegänger. Aber als wir dieses Stipendium für die Türkei angeboten bekamen, da haben meine Eltern nicht gezögert. Und dort auf der Schule habe ich meine Ansichten zum Islam von Grund auf geändert. Vorher kannte ich ja nur die üblichen Vorurteile, die bei uns in Bulgarien so über die Medien verbreitet werden. Überall in den Bergdörfern schießen Moscheen wie Pilze aus dem Boden. Das Geld dafür kommt aus den Arabischen Emiraten und Syrien. Ausgebildet werden die Hodjas vor allem in der Türkei. Der Islam auf dem Balkan breitet sich aus, bislang nur als Religion, nicht als politische Strömung. Auch der junge Vorsteher dieser Moschee wurde in der Türkei ausgebildet. Zurückgekehrt ist er als überzeugter Missionar und Islamist. Historische Fakten, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Pomaken zwangsislamisierte Bulgaren sind, streitet Khairi Hassan ab. Wir Pomaken sind ein Volk, das es schon lange vor den Bulgaren hier auf dem Balkan gab. Und auch schon lange, bevor die Osmanen den Balkan eingenommen haben. Also ist das Quatsch, wenn behauptet wird, wir seien im Mittelalter von den Osmanen zwangsislamisiert worden. Ich kann das nicht akzeptieren und lehre es auch nicht. Neben den Moscheen boomen in den Dörfern die Koranschulen. Auch sie finanziert von den Islamstiftungen. Ab 5 Jahren lernen die kleinen Pomaken hier die arabische Schrift und den Koran. Zusätzlich zu ihrer bulgarischen Grundschulausbildung. Die Koranschule ist der erste Schritt zum späteren Priesterseminar. Die Religion sagt uns, wie man richtig lebt, wie ein Muslim leben soll. Er soll nicht stehlen, nicht morden und nicht lügen. Er soll immer auf dem Weg Allahs bleiben. Das ist der einzig richtige Weg, der richtige Islam. Es ist der Weg, dem wir immer folgen werden, inshallah. Auch in Kimiles Dorf Ribnovo gibt es mittlerweile eine zweite, neue Moschee samt Koranschule. Hier lernt Kimiles Enkelin Kadriye die arabischen Gebete. Kimile kommt auch nur zum Beten hierher. Sie würde sich niemals mit persönlichen Problemen an den Hodja wenden. Wenn mich mein Mann schlägt, könnte ich mich niemals darüber beim Hodja beschweren. Keine Frau im Dorf würde das tun, denn er würde ja nicht dem Mann ins Gewissen reden, sondern sagen, du hast deine Frau nicht im Griff. Und dann setzt es noch mehr Schläge daheim. Kimiles Mann will während unserer Dreharbeiten nicht dabei sein. Er ist ins Wirtshaus gegangen. Vermutlich ist es ihm peinlich, denn das blaue Auge, das er seiner Frau im Suff geschlagen hat, ist unübersehbar. Die Pomakinnen haben es schwer mit den patriarchalischen muslimischen Traditionen, in denen Männer alles dürfen und Frauen nichts. So werden sie von klein auf erzogen.
Ich bin einfach viel zu Hause, weil wenn mein Mann betrunken heimkommt und ich bin nicht da, dann denkt er, ich gehe fremd und schlägt mich umso mehr. Das Glück? Ja, manchen Frauen begegnet es schon zu Lebzeiten, aber ich sehe nur, wie es an fremde Türen klopft. Einen Monat sind sie nun schon verheiratet, Fikriye und Jamal. Sie leben zusammen mit seinen Eltern, den Großeltern und den Familien seiner Geschwister in einem Haus. Fikriye und Jamal gucken sich das Video von ihrer Hochzeit an. Damals trug Fikriye ihr Kopftuch noch locker und durfte noch tanzen. Heute sind Fikriyes Eltern wieder zu Besuch gekommen. Denn Fikriye darf nicht aus dem Haus, wenn es ihr Mann oder ihr Schwiegervater nicht erlauben. Das will die Tradition so. Und bisher haben sie es nicht erlaubt. Jetzt darfst du einfach nicht mehr machen, was du willst und was du vorher so gemacht hast. Wieso denn, Jamal? Was will sie denn schon, was man ihr verbieten müsste? Wenn ich sage, du gehst nicht raus, geht sie nicht raus. Basta. Aber sie fängt an zu quengeln. Warum darf ich nicht raus? Warum gehen wir nicht gemeinsam raus? Und dann sage ich, wir gehen nicht raus und Punkt. Und dann fangen wir an zu streiten. Und wer hat dann das letzte Wort? Er. Wir versuchen, Fikriye alleine zu sprechen. Es gelingt unter dem Vorwand, die Aussteuer anzuschauen, darunter insgesamt 4 Kisten voller selbstgemachter Babywäsche. Schnell viele Kinder kriegen, das wird jetzt von Fikriye erwartet. Jamal lässt uns bei diesen Frauenthemen schnell allein. Es fällt mir nicht leicht. Früher konnte ich mit meinen Freundinnen durchs Dorf gehen, mal einen Kaffee trinken, mich frei bewegen. Jetzt geht das nicht mehr, weil ich verheiratet bin. Mein Mann macht mir Eifersuchtsszenen. Ich soll nicht rausgehen, weil mich sonst andere Männer sehen könnten. Was ist dabei, wenn dich andere sehen? Naja, er hat dieses Recht. Er hat mehr Recht als ich, eifersüchtig zu sein. Wer sagt das? Das sagt er und Allah. Weil wir Musliminnen sind, muss die Frau gehorchen. Sie ist im Mann untergeordnet. Deshalb darf der Mann kommandieren und hat das Recht, dir etwas zu verbieten. Und wenn du etwas nicht willst, er es aber will, musst du es tun. Und du findest dich damit ab? Ja. Aber ihre Augen sagen nein. Über die Ehre von Fikriye wachen ihr Schwiegervater und ihr Mann. Dass sie sich tugendhaft benimmt, darüber wacht der ganze Rest der Familie. Noch sind Fikriye und Jamal ineinander verliebt. Werden die patriarchalischen Traditionen der Pomaken dieses Glück garantieren oder zerstören? Ein paar Kilometer weiter in einem benachbarten Tal am Dospat-See. Hier liegt die Firma Nitex, der größte Arbeitgeber der Region. 900 Pomakinnen und Pomaken arbeiten hier. Alle kommen sie aus den umliegenden Dörfern. Sie nähen und stricken für den Export. Für italienische Top-Designer, für deutsche Mittelständler, aber auch für eine große deutsche Kaufhauskette. Tanja Hadjikova leitet die Abteilung für Ausbesserungsarbeiten. Die junge Pomakin hat Textildesign in Bulgariens Hauptstadt Sofia studiert. Islam und modernes Leben sind für sie kein Widerspruch. Wir sollten unseren Glauben aufrechterhalten, nicht die Tradition. Die patriarchalische Tradition hat mit der eigentlichen Religion nichts zu tun. So denken zumindest wir Jungen. Also ihr, die ihr gut ausgebildet seid und die Welt gesehen habt. Absolut. Diese alten Traditionen dürfen uns nicht am echten Glauben hindern. Bist du denn gläubig? Ja, auch ich glaube an den einen Gott, an unseren Gott Allah. Tradition und Moderne stehen in der Firma Nitex nur noch in Form von alten deutschen und neuen japanischen Strickmaschinen nebeneinander. Firmengründer Sergei Chaushev hat seinen muslimischen Namen abgelegt. Er setzt auf Aufklärung und gute Ausbildung seiner Mitarbeiter und auf die Anbindung an die westliche Welt. Zusammen mit seiner Frau hat er die Firma aufgebaut. Beide sind Pomaken, beide kommen vom Dorf. Beide stammen aus traditionellen Familien. Meine Familie ist ganz typisch für die Region. Wir sind 5 Kinder, ich habe 4 Schwestern. Meine Eltern sind klassische Pomaken, in den Augen des damaligen kommunistischen Regimes zurückgebliebene und ungebildete Leute.
Aber sie haben auf die Ausbildung ihrer Kinder gesetzt. Wir durften studieren, sollten weg vom Dorf. Und heute ist meine Einstellung so, dass wir die Traditionen nur bewahren sollten, wenn sie nicht unserer menschlichen Entwicklung im Wege stehen oder uns hindern, besser zu leben. Nitex arbeitet für Westeuropa. Die hier beschäftigten Pomakinnen haben dadurch nicht nur Arbeit und ein gesichertes Einkommen. Sie bekommen auch einen Einblick in die Welt jenseits von isolierenden Traditionen. Ein paar Monate später, mittlerweile ist es Sommer. Überall in den Rhodopen wird nun die Tabakernte eingebracht. Die Blätter werden gepflückt und dann zu langen Girlanden aufgefädelt, damit man sie zum Trocknen aufhängen kann. Die ganze Familie ist nun gefragt. Auch Murat, der Sohn von Asibe, und seine Cousine helfen mit. Man muss die Blätter früh am Morgen pflücken, sonst wird es zu heiß und sie sondern eine klebrige Flüssigkeit ab, was die ganze Arbeit zur Tortur werden lässt. Murat hat sich für die Tabakernte Urlaub genommen. Sein Arbeitgeber, eine türkische Religionsstiftung in der Hauptstadt, hat Verständnis für die Alltagsnöte der muslimischen Glaubensbrüder. Die Qualität muss optimal sein, sonst gibt es keinen guten Preis dafür. Die Ernte ist sowieso sehr oft gefährdet, ein starker Regen oder Hagel und die ganze monatelange Mühe ist umsonst. Das passiert natürlich oft hier und dann hast du viele kaputte Blätter, also nicht die beste Qualität. Das bedeutet für uns enorme Verluste, auch wenn du noch so hart arbeitest. Das, was die Tabakfirmen dann bezahlen, reicht gerade so zum Überleben. Nachdem Murat die Tagesernte heimgebracht hat, geht's ans Auffädeln. Asibe und ihre Mutter bereiten die Girlanden vor. Diesmal ist die Ernte von Unwetter verschont geblieben. Die Familie Pingov hat Glück gehabt, bisher. Denn noch müssen Wochen vergehen, in denen die Tabakgirlanden im Freien vor sich hin trocknen werden, geschützt nur von Plastikfolie. Erst dann wird Asibe die getrockneten Blätter verkaufen können. Ohne ihre Söhne Murat und Mustafa könnte Asibe den Tabakanbau nicht stemmen. Sie müssen den behinderten Vater ersetzen. Doch es gibt auch Abwechslung vom harten Alltag. Im Nachbardorf Ribnovo wird mal wieder ein traditionelles Fest gefeiert. Eine Beschneidung. Rund 50 kleine Jungs wurden für den Festtag herausgeputzt wie kleine Prinzen. Für die Zeremonie, den Sünnet, wurden extra muslimische Geistliche aus der Türkei eingeladen und ein Beschneidungsspezialist. Den Menschen wird weisgemacht, dass die Beschneidung mit modernster Technologie durchgeführt wird, mit einem Laser. Doch als wir dem Beschneidungsspezialisten bei seinen Vorbereitungen zuschauen, können wir keinen Laser entdecken, nur Nagelscheren. Das erste Baby wird gebracht, ein Enkel des Bürgermeisters. Der Beschneidungsspezialist aus der Türkei murmelt ein paar Gebete. Dann greift er nach hinten und macht eine Nagelschere über einer Flamme heiß. Damit und nicht mit einem Laser werden nacheinander 50 Kinder beschnitten. Desinfektion, Fehlanzeige. Der nächste bitte, ruft der vermeintliche Spezialist. Im Nachbardorf Gornodrianovo werden kaum mehr Beschneidungen durchgeführt. In der gesamten Familie Pingov hält man das sogar für einen barbarischen Brauch. Denn als Murat beschnitten wurde, wäre er fast verblutet. Asibe und Süleyman trauten sich nicht ins Krankenhaus. Heute lachen sie darüber. Doch damals, noch zu kommunistischen Zeiten, als die Beschneidung verboten war, zitterte die ganze Sippe vor der staatlichen Verfolgung. Heute ist das vorbei. Heute haben die Pomaken in den Rhodopen andere Sorgen. Ob der Tabak gut wird, ob es einen fairen Preis dafür gibt und ob dieser Erlös die Menschen wieder ein Jahr über die Runden bringt. Mit Allahs Hilfe.